fast 4000 Teile, absoluter Detailwahnsinn. Damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus dem Glamshop. Ich bin der Steinevater und ich habe euch heute von Moltking die 16042 mitgebracht. Die Islet Bar ist aus der Novatown Reihe, betitelt mit The Bar von Moltking. Islet ist der Name, ihr seht's. Und wie gerade erwähnt, fast 4000 Teile. Genauer gesagt 3992 plus Beleuchtung. Wir haben hier ein Modular Building und jetzt muss ich tatsächlich nochmal nachschauen. Ich glaube, der Preis im Glamshop liegt was bei 160 Euro. Sage ich euch aber gleich nochmal genau. Ich gucke gleich nochmal nach. Ihr müsst wissen, ich habe das ganze Video schon mal gedreht. Ganz erfolgreich, ohne Ton. Jawohl, 160 Euro. Mit Beleuchtung noch dazu. Also, Beleuchtung habe ich hier nicht verbaut, sage ich gleich. Aber jetzt erstmal die Abmaße. Es ist ja quasi quadratisch praktisch gut. 25,5 cm. Von der Seite auch 25,5. Und die Höhe haben wir mit, jawohl, 30 cm. Ordentliches Teil, hat auch ein paar Funktionen. Die führe ich euch jetzt vor. Und natürlich modulares. Ich würde sagen, wir machen Ebene für Ebene und zeige euch dann die Funktionen. Hier oben das Dach hat an sich nichts. Ich kann das Ding hier abnehmen, wobei da ist nichts drin. Das dient dann rein, um die Beleuchtung da anzubringen. Ja, beziehungsweise man kann da oben dann auch später die Akkubox verstecken. Die ist übrigens nicht mit dabei. Also es gibt ein Beleuchtungsset, aber da ist keine Box mit dabei. So, nehmen wir es mal ab. Also, das Dach relativ unspektakulär. Normalerweise hier von unten noch lauter so orange Lampen mit dabei, in die auch dann Beleuchtung mit reinkommt. Jetzt tue ich mir das mal hier runter. Habe ich jetzt weggelassen. Ach ja, vielleicht noch ganz kurz. Ihr habt hier einen schönen Wälzer an Anleitung. Bestehend aus 149 Seiten. 591 Bauabschnitte, wobei die letzten natürlich immer die Funktionen zeigen. Beziehungsweise ja, gebaut wird bis 588. Ja, das war's. Alles schön groß, gut verständlich. Keine Geheimnisse in der Anleitung. Eigentlich alles beim Alten von Moltking. Jetzt kann ich auch nochmal schnell die Beleuchtung ausgraben. Ach, seht ihr mal, doch, ich lag falsch. Ich verwechsel es gerade. Es gibt sogar eine Akkubox mit dabei, die wir hier haben. Die ist allerdings, also ich habe da jetzt aktuell keine Batterien drin. Ja, wie gesagt, weil ich sie nicht benutzt habe. Und das könnt ihr theoretisch da oben im Dach dann verstecken. Ja, also wie gesagt, ich habe keine Batterie mit gerade drin. Ich habe sie nicht verbaut, weil ich das Ganze eh wieder abbaue. Und weil ich ja kein Freund von diesen offenen Lötstellen bin. Also das, was ihr hier habt, diese LEDs, super. Da passiert auch nichts, da ist auch alles ja ordentlich zu. Ja. Diese... Moment, wo habe ich es denn? Was an diesem rot-schwarzen Kabel dran ist. Das hier. Es sind halt offene Stellen. Und da bin ich nicht ganz so begeistert davon. Also, wer es mag, kann es verbauen. Im Normalfall passiert auch nichts, aber was ist schon normal? Deswegen muss nicht unbedingt sein. Ich habe es ja weggelassen. Und ich finde auch immer, man kann sie zwar einigermaßen gut verlegen, Moltking hat hier auch immer diverse Öffnungen vorgesehen, aber ich bin einfach kein Freund davon. Ich mag es nicht. Also gut, haben wir durch, jetzt kommen wir zum Gebäude. Wir machen mal das erste Stockwerk ab. Natürlich modular, ganz leicht, das hat hier, ist an vier Punkten befestigt. Das ist also vier Noppen. Da drüben zwei, da zwei, der Rest ist geführt und dann passt es. Ihr habt hier... So, fangen wir an. Also außen den Islet-Schriftzug.
Dazu kommt, dass ihr hier dann noch so eine Art Jalousien habt, wo ihr den ganzen Raum nochmal verdunkeln könnt oder Licht reinlassen könnt. Führung ist ganz gut, ja, ein bisschen hakt's, aber das kommt immer drauf an, wenn ihr mal eins oder das ein oder andere nicht ordentlich geklemmt habt. Aber ansonsten funktioniert super. Hier vorne gibt es dann quasi nochmal so einen kleinen Balkon, zu dem man raus kann, indem man das hier komplett öffnet. Gedacht ist, dass ihr das hier an der Seite so leicht dreht und hochzieht. Wenn das aber ganz unten ist, klappt das nicht so ganz. Also entweder drückt ihr von innen oder ihr zieht hier außen kurz, dass es so leicht schräg ist. Dann könnt ihr das Ganze hier hochführen. Hält auch einwandfrei da oben. Ja? Also ist nicht irgendwie, dass es gleich wieder runterkracht. Naja, und wenn ihr wieder zumachen wollt, zack, perfekt geschlossen. Im oberen Bereich. Ihr habt hier auch nochmal so einen kleinen Balkon mit einer Markise. Die Markise selbst, ja, man kann sie aufklappen. Ich kann ja auch hier den Halter wegmachen, allerdings geht sie nicht weiter runter, nicht arg viel, weil ja natürlich da noch Lampen drin sind. Das heißt, die ist eigentlich dafür gedacht, dass das so bleibt. Unten haben wir eine Markise zum Einfahren, die zeige ich euch dann noch. Ansonsten hier die zwei Sitzmöglichkeiten. Drin habt ihr dann nochmal, ich zeige es euch mal, also hier ist der Treppenaufgang, dann habt ihr hier nochmal zwei Sitzmöglichkeiten. Das ganze Set hat sehr viel Verglasung, was ich ganz schön finde, weil man halt einfach auch was sieht. Vor allem, wenn ihr es mit Beleuchtung macht und ausstellen wollt oder in die Stadt oder wie auch immer, ja, macht es doch schon was her. So ist es nicht. Sehe ich gerade, ich habe da oben nicht richtig zusammengedrückt. So, passt. Ja, ansonsten hier drin noch eine kleine Bar. So, hier oben ist eine kleine Bar. Diverse Getränke in der Bar mit drin. Eine Dartscheibe zum Werfen, ein paar Barhocker davor. Finde ich vom Aufbau her ganz schön. Ist wirklich gelungen, macht einen soliden Eindruck und macht wirklich was her von der Optik. Was ihr habt überall Sticker. Ihr habt keine bedruckten Teile. Die Uhr ist nicht bedruckt. Selbst diese kleinen 1x1 Fliesen sind nicht bedruckt. Die sind alle beklebt. Fand ich ein bisschen schade, weil gerade diese 1x1 Fliesen, also die kriegt auch Lego bedruckt. Und wenn ich mich recht entsinne, hat auch Mold King ein paar bedruckte 1x1 Fliesen. Aber gut, wurde hier nicht angewendet. Es sieht von der Farbe auf den ersten Blick ziemlich bunt aus, aber es ist doch irgendwie eine klare Linie durchgezogen. Also auch dieses Blau und dieses Rot, das wiederholt sich immer wieder, von dem Beige ganz abgesehen. Es ist nicht so wild, wie es erscheint und passt perfekt ins Gesamtbild. Was ihr natürlich habt, bautechnisch gesehen, deswegen zieht sich der Bau ein bisschen hier außen. Ja, also das sind ja 1x1, 1x2 oder 1x3. Ja, zwischendrin habt ihr, glaube ich, ein paar 1x6 oder 1x4 Steine verbaut. Die flachen, aber es zieht sich und das zieht sich ja ganz hoch. Das habt ihr hier auf dem Dach auch nochmal. Ne? Das sind dann eher so, ja, ich fand die Bauabschnitte jetzt damit nicht ganz so prickelnd, aber es gehört halt mit dazu. Molking hat hier sehr viel Wert auf Details gelegt. Ja, sowohl innen, auch überall mit den Lampen, den Schildchen, als auch außen. Ja, ihr habt hier außen an der Wand noch Rohrleitungen, die entlang gehen. Ja, ihr habt, das habt ihr dann unten dann auch nochmal, ne? Ein Fenster, eine Druckanzeige, also die unterschiedlichsten Sachen. Also, das war der erste Stock. Jetzt kommen wir zum Erdgeschoss. Alles modular, das heißt, diese schöne Terrasse, die könnt ihr auch ganz leicht abnehmen, ja. Die ist auch nur an ja, ein paar Runden 1x1 Steinchen befestigt. Und dann könnt ihr das Ganze wegmachen. Und es sieht drunter aus, wie wenn es so gehört. Ne? Also hier mit den Fliesen im Treppenaufgang, alles super. Ihr habt hier eine Tür, die ihr öffnen könnt. Das glänzt natürlich ein bisschen. Also die könnt ihr verschieben, wie ihr wollt. Die sind alle einzeln. Zwei auf die Seite. Ganz offen, teiloffen, ganz wie es euch beliebt. Hier ist dann auch die Markise zum Ausfahren. Funktioniert auch, wenn das drauf sitzt, also nur mal so. Jo, nehmt ihr einfach raus, dann klappt die vorne so ein Stückchen runter und dann habt ihr das Ganze noch überdacht, wenn ihr wollt. Kann man von der Seite zeigen. So sieht es dann aus.
Muss runtergehen. Beim ersten Mal ging es bei mir nicht weiter. Ja, ich würde sagen, wieso? Also ging nur 1,5 Zentimeter raus. Lag einfach daran, ich habe die Steine nicht richtig festgedrückt, ja. Und dadurch ist es nicht ganz rausgegangen. Natürlich durch Drücken nachgebessert und jetzt fährt das Ding reibungslos aus. Wenn es so runtergeklappt ist, ist fertig. Genau, dann habt ihr hier nochmal außen schön verglast, wieder eine Sitzecke mit zwei Sofas und einem großen Tisch. Ja. Ihr habt hier vorne am Eingangsbereich die Infotheke und die Treppe, sowie, mal gucken, ob man das so sieht, wahrscheinlich schwer. Eine kleine Hundehütte da unten auch, mit einem kleinen Hund dabei. Des Weiteren auf der Seite auch nochmal zwei Sitze. Ich finde die übrigens ganz schön. Ich meine, diese Sessel, die ich einmal hier oben drin habe und hier unten die Couch, das ist ähnlich. Oder ja, die sind eigentlich identisch aufgebaut. Aber die Sitze hier auf dem Balkon und auch hier vorne sind jeweils unterschiedliche Bautechniken, was ich ganz interessant fand. Moleking hat übrigens für die Beleuchtung auch immer ein bisschen was vorbereitet. Also ihr habt teilweise in den Steinen oder die Steine so gewählt, dass ihr Platz habt, zwischendrin die Kabel durchzuführen. Hier zum Beispiel im Anfangsbereich, das sind diese zwei Steinchen, die werden auch beleuchtet. Die sind innen hier mit einmal eins Runden aufgebaut und einmal zwei Fliese, so dass dazwischen Platz für ein Kabel ist, dass ihr den Stein beleuchten könnt. Ebenso ist dahinter ein Loch, dass ihr das unterm Boden durchführen könnt. Der Boden ist nämlich in dieser Bar, das zeige ich euch gleich nochmal, von der Unterkonstruktion so aufgebaut, dass die Beleuchtung durchgeht und die Fliesen halt gerade zu halten. Aber gut, machen wir weiter. Hier ist nochmal der Außenbereich von der Küche übrigens, die ich auch rausnehmen kann. Und zwar komplett. Die ist einfach nur hier an der Seite einmal befestigt. Gehen wir erst zum Boden, dann zur Küche. Also ihr seht es hier, da ist von der, vielleicht seht ihr es, ich hoffe ihr seht es, da ist die Unterkonstruktion tatsächlich so, dass die Fliesen gerade so halten. Das heißt, ich kann auch, wenn ich hier ein bisschen drauf drücke, gehen die Fliesen ab, weil die einfach nur an zwei Noppen jeweils befestigt sind. Zwischendrin Platz, wie gesagt, für die Verkabelung. An sich ganz schön, dass man da mitgedacht hat, dass man gesagt hat, okay, ich lasse extra Platz dafür. Entschuldigung. Bei der zweiten Ebene habe ich jetzt keine direkte Durchführung entdeckt, wo man sagen kann, ja, da gehen die Kabel durch, so dass sie nicht stören. Aber ich denke, das kriegt man. Jetzt schaue ich nochmal. Ja, vielleicht übers Treppenhaus oder so in der Richtung. Denke ich, kriegt man das ganz gut hin. So, also das ist nochmal offen. Und jetzt zur Küche. Auch hier sehr viele Details. Sowohl von außen als auch von innen. Ihr habt die verschiedensten Geräte. Von der Abzugshaube. Ja, außen dran habt ihr nochmal die Entlüfter. Dann habt ihr hier vorne diese Scheibe, wohinter gebraten wird. Ihr habt eine Mikrowelle, eine Kaffeemaschine, eine Spülmaschine. Ihr habt einen Wasserhahn, ihr habt einen Ofen. Ihr habt Grillflächen. Also wirklich voll und ganz alles mit dabei. Hier vorne auch nochmal so ein Tresen mit ein paar kleinen Hockern. Finde ich echt schön gemacht, detailreich gemacht. Aber es ist eine Fummelarbeit. Ihr habt hier also bei diesen fast 4000 Teilen sehr, sehr viel kleine Teile dabei. Kaum große. Ich glaube, das Größte an dem Ganzen sind die Platten für die verschiedenen Stockwerke. Ansonsten sehr viel Kleinkram. Und auch leider ein typisches Moleking-Problem, die Verglasung. Die größeren sind leicht milchig. Genauso hier vorne diese Tür, die sind extrem milchig. Ob Absicht oder nicht, kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Die Fenster hingegen, die Türen, die sind klar. Auch diese Steine hier, die sind relativ klar. Aber alles andere milchig in unterschiedlichen Abstufungen, was ich nicht so schön finde. Tür geht nach innen auf, ihr habt aber keinen Türknopf außen. Die Fenster gehen auch nach innen auf. Da wurde, jetzt muss ich mal schauen, ich glaube, irgendwo wurde ein Fenster verbaut, das auch schön nach innen aufgeht, das ich aber nicht nutzen kann. Schauen wir mal, ob ich es finde. Ob das da irgendwo war. Nee.
Ach ja, genau. Hier vorne. Hier vorne unten, das ist so ein Kippfenster. Wie ich's hier habe, geht nach innen logischerweise auf, aber kann ich ja nicht nutzen. Es sitzt was davor. Kleinigkeit, jetzt nichts Wildes. Und wundert euch nicht, hier sitzt eine gelbe Fliese und hier sitzt auch eine knallgelbe Fliese. Die so gar nicht so eine 1x1, die passt da gar nicht mit dazu. Ja, die soll euch einfach nur markieren, wie rum ihr das draufsetzt. Nämlich die gelbe Fliese zur gelben Fliese. Und dann sitzt euer Modular richtig. An sich, Bauzeit, viel kann ich nicht dazu sagen. Ihr wisst, ich baue immer so ein bisschen in Etappen, wie es gerade reinpasst. Jetzt durch die Sommerferien hat es eh alles ein bisschen länger gedauert. Aber man sitzt schon eine Weile dran. Man darf es nicht unterschätzen. Hier gibt es übrigens keine gelbe Fliese, ne, bei dem letzten. Aber ich denke, es ist ja relativ eindeutig auch durch die Struktur einfach, wie das Ganze hingehört. So. Mehr gibt es über diese Bar nicht zu erzählen. Ich finde sie wunderbar. Ich finde auch, die reiht sich wunderbar in ein Stadtleben mit ein. Vor allem, weil auch schon eine Beleuchtung mitgeliefert wird. Von daher bin ich da eigentlich ganz begeistert. Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, das vielleicht kennt ihr das oder vielleicht wisst ihr da mehr oder warum das so ist. Hier außen, das ist die einzigste Stelle, an der diese Scharniersteine eingebaut sind. Und hier sieht es auch aus, wie wenn da ein Griff mit dabei ist. Weil hier hat es sonst keine weitere Funktion. Und weder in der Anleitung, ich schaue nochmal, aber weder in der Anleitung noch sonst irgendwie wird erklärt, was das damit auf sich hat, weil ich das nicht bewegen kann. Am Anfang denkt man sich noch, also es ist. Die ersten drei Reihen über diesem Scharnierstein sind so gebaut, dass ich es öffnen kann. Danach nicht mehr. Danach gibt es genau eine Reihe und ich habe, nee, zwei Reihen und ich habe es mehrfach kontrolliert, die ich nicht öffnen kann. Das hat für mich noch keinen Sinn ergeben. Auf der anderen Seite, es ist auch nichts dahinter. Also ich glaube, ich vermute. Es hat mit der Beleuchtung zu tun. Eventuell ist hier auch ein Baufehler. Also anleitungstechnisch. Weil es gibt, jetzt muss ich es doch nochmal abnehmen. Hier sind schwarze Fliesen nach oben. Hinter diesen Fliesen ist eine Lücke. Ja, ich sehe gerade. Also auf der Lücke könnt ihr eure Beleuchtung nach oben legen. Und eventuell ist es dafür gedacht, dass man es aufmachen kann, durchführen kann, vielleicht auch nochmal einen Abzweig machen kann. Ich weiß es nicht. Es wird nicht erklärt, es ist nicht da drin. Ansonsten macht es für mich keinen Sinn, dass man das sowieso hinbaut. Wenn man das nirgends sonst hat, ja, und auch hier mit diesem Griff zum Aufmachen. Also, wie gesagt, ich denke, da ist ein kleiner Fehler in der Bauanleitung. Lässt sich aber korrigieren. Ob ihr es braucht, ist die nächste Sache. Optisch, vielleicht lasst das auch ganz weg, weil wenn ihr Beleuchtung mit einbaut, dann könnt ihr sie gleich dahinter bauen. Alternativ natürlich kann es auch sein, dass beleuchtungstechnisch hier eine Verbindungsstelle ist. Muss man sich überlegen. Aber dazu kann ich, wie gesagt, nicht mehr sagen, weil das nirgends hervorgeht. Genau, vielleicht wisst ihr es, dann schreibt ihr es in die Kommentare, vielleicht habt ihr das dann auch aufgebaut. Freue ich mich drüber. Vor allem, was ihr darüber denkt. Ja. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.